Ich hätte es recht spät erst gesehen. Es ist so heiß. Das sieht natürlich schon ziemlich crazy hier aus. Ich kann mal kurz hier ein bisschen rauslaufen. Ja, ich glaube, man kann erkennen, in welche Richtung es geht. Ist schon ziemlich nice. Beim letzten Mal ist uns übrigens unser Flight Controller, also diese Platine hier, tatsächlich in den Arsch gegangen, weil da irgendein Stecker abgegangen ist innen. Hier, der Stecker, der weiße da, das rote Kabel hat hochgedrückt und hat den weißen weggemacht. Das habe ich jetzt hier mit so einem Kabelbinder gefixt. Der hat jetzt Zugentlastung, hier hat auch noch Zugentlastung, also doppelte Zugentlastung. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Die Timeless war wahrscheinlich gerade richtig wackelig. Liegt daran, dass da unten auch nur zwei Füße dran sind, aber passt schon. Oh. Habe ich eigentlich erwähnt, dass es heute 35 Grad ist? Oh mein Gott. Da oben waren wir vorher, aber die Sonne hat so gescheppert, deswegen sind wir jetzt hierher gegangen. Jetzt hier so mein Lager aufgeschlagen, auf so einem alten Reifen. Genau, und 3 Akkus bin ich jetzt schon geflogen tatsächlich, aber nur um so ein bisschen zu tunen, weil die echt sehr unruhig flog. Jetzt sollte das aber eigentlich gehen. Schauen wir mal. Oh Gott! Alter, baue ich mir hier so ein kleines Stativchen hier. Zack. Okay, let's go. Also das war hier eine alte Zuckerraffinerie. Jetzt habe ich gerade wieder sehr viele Wobbles. Aber wir nehmen das einfach mal so in Kauf. Ich bin gespannt, wie die Aufnahme wird. Ich würde sagen, wir schauen mal hier ins erste Fenster rein. Okay, ich muss hier ein bisschen aufpassen, weil meine Antennen kommen nicht überall durch hier. Hier sind auch zwei Sprayer drin irgendwo. Da sind sie. Man kann sie. Da unten. Die haben uns schon gespottet. Ah, eine Fliege sind meine Corona. Die haben aber nichts dagegen, dass wir hier rumfliegen. Also da habe ich schon gefragt, von daher alles gut. Gucken wir mal hier rein, was hier so geht. Da ist ein Loch natürlich. Das ist natürlich immer sehr verlockend, um da rein zu diven. Jetzt sehe ich nicht mehr, was in diesem Fenster dort ist. Und ich habe relativ schlechtes Bild. 9 Mbits. Ja, also ich könnte mich noch ein bisschen besser positionieren. Eventuell, aber ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch nicht ganz, wo ich mich hier noch hinstellen soll. Da ist auch jemand. Okay, den habe ich jetzt recht spät erst gesehen. Entschuldigung. Okay, alles klar. Oh mein Gott, Alter, hier der Empfang ist echt scheiße hier. Gut, ich habe mir hier letztens schon so einen kleinen Weg freigeschnitten. Da will ich mal durchscheppern hier bei der einen Dame hier. In dem Fenster hier links. Mal schauen, ob die hier gute durchkommen. Das sieht auch ganz gut aus. Nice, nice, nice. Hier ist die Verbindung auch schon wieder ein bisschen scheiße. Ich glaube, ich packe gleich mal die Omnis ran und schaue mal, ob das besser funktioniert. Zu erkennen ist, ist es nun etwas später am Abend. Ich bin nochmal hergekommen, habe quasi meine Akkus vollgeladen und ja, wollen wir nochmal hier ein bisschen bei Dämmerung mal gucken, was hier so geht. Ne? Jo, alles klar, dann gehen wir los, ne? Ab geht es hier.
Ja, der Gons aus dem Schnitt hier. Der Spot ist wirklich ein Traum. Auch wenn ich anfangs ein paar Probleme mit den Oszillationen noch hatte, ging das später ganz gut und ich konnte ein paar richtig fette Aufnahmen noch machen und ein paar richtig schöne Runs fliegen. Wobei im Endeffekt wahrscheinlich der Spot für eine 5-Zoll-Drohne ein bisschen klein ist. Mit einem 4-zölligen oder vielleicht sogar mit einem Cinewhoop hätte man ein bisschen mehr Spaß gehabt. Der Clip hier übrigens sehr, sehr geil. Ich wollte nur einmal kurz zwischenlanden, weil ich irgendwas gucken musste. Und naja, bin halt ein bisschen zu weit aufgekommen. Hab dann mit dem Turtle-Modus versucht, hier was zu regeln. Allerdings, nicht ganz bedacht, dass da die Kante war. Aber naja, trotzdem super gelandet und ich konnte einfach weiterfliegen. Hier übrigens, ich konnte in meiner Brille nichts sehen. Überhaupt nichts. Das war wirklich reines Glück, dass ich da irgendwie rausgekommen bin. Ja, aber hat ja alles geklappt. Genau. Als letztes seht ihr hier noch mein letztes Pack, was ich an dem Tag geflogen bin. Der Run war auf jeden Fall ziemlich cool. Viel Spaß damit. Geil, Mann, fett. Auf jeden, Alter. Dann würde ich sagen, das war's jetzt erst immer. Und wir sehen uns beim nächsten Lost Place. Haut rein.